In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Oje, das sagt er gleich Sponsorei. ab. So. Hat gut geklappt. Ja, die haben mich gehört, deshalb hat es jetzt nicht geklappt, aber willkommen zurück zu FM 13. Servus. Genau, Valvorik und ich sind natürlich wieder am Start. Oh, EA nicht? Und doch. Gerade noch gerettet. Ja, wir haben gedacht, wir machen jetzt heute wieder so eine Doppelspielfolge, wenn man so will. Vor allem, Ja. wenn sich's ausgeht. zuerst mal im Europapokal. Gegen Posen. Ja, wollen wir unseren ersten Platz verteidigen, natürlich. Das wollen wir mal so im Textmodus machen. Ja, sonst wäre es mit den zwei, mit der einen Folge wahrscheinlich auch schwierig geworden. Also werden die beiden Spiele, die nächsten beiden Spiele, also das und das nächste, mal so simulieren oder im Textmodus machen. Und schauen mal, ob wir das in einer Folge packen, schaffen. Also sollten es zwei sein, hat sich's für euch dann auch schon erledigt. Drüber nachzudenken, wo kommt das zweite Spiel, aber ich denke, ja. Wir wechseln heute auch mal wieder schön durch. Wir haben gerade mal wieder in der Aufstellung einiges geändert. Wir lassen Wood wieder mal spielen. Traoré, wie man sieht, von Beginn an, diesmal. Kuzmanovic. Escudero Martin, Indy Martins, haben wir da unten ja auch schon gesehen, die sind auch wieder reingerückt. Ja. Einfach um mal so ein bisschen auch Kräfte zu sparen, beziehungsweise. Durchzurotieren, ja. Ja, ist ein bisschen schleppender Beginn, habe ich so das Gefühl. Oder so. Wirkliche Torchance in dem Sinn habe ich jetzt noch nicht gesehen. Escudero passt auf. Ja, da steht sie ganz gut. Die Bälle an die Spitze finden noch keinen Abnehmer. Ja, mein gut, auswärts ein Unentschieden ist generell mal besser als eine Niederlage, aber ich glaube, gegen den Gegner müssen wir schon auch den Anspruch haben zu gewinnen. Wäre doof, wenn die gewinnen, weil da sind sie gleich auf mit uns. Gut, wir haben natürlich das durch unsere Spiele das deutlich bessere Torverhältnis. Aber Das ich, stimmt. wie gesagt, irgendwas ist da ja auch mit dem Vergleich. Das heißt, das Torverhältnis kommt nicht zwingend von Beginn an zu tragen. Das heißt, sollten die zweimal gegen uns gewinnen und Punktgleichheit sind sie dann trotzdem weiter. Die Jasmin spielt ziemlich gut. Der Im Torwart. Tor. Die Torfrau. Torfrau. Das war nicht der Matchplan. Nicht so ganz, nein. Oder ich weiß, die Mannschaft muss gewinnen. Wollen wir das raushauen? Zwei Punkte oder eher einen? Wir können es ja mal mit einem probieren, weil ich denke, ganz ohne Punkt, das motiviert ja im Normalfall auch noch, wenn du so einen Punkt investierst. Von dem her Aber könnte es schon was bringen, nicht aber übertreiben. ja, so viele Punkte haben wir dann auch wieder nicht, dass wir sie wahllos rausschmeißen können für ein Spiel, wo noch nicht ganz klar ist, ob wir auch wirklich gewinnen. Weil im Moment sind wir noch relativ gleich, habe ich so das Gefühl. So, Martins wieder mit einer 4. Sakai hat sich gut eingefunden. Escudero auch wieder zurück. Wie Ja, gesagt, Gentner motivieren. ja, auf gut fürs Selbstvertrauen. Kann auch nicht schaden. Wen hattest du noch gesagt? Indy, In oder? Ja. Nee, ja. Weil auch wieder mit der 4, das gefällt mir noch nicht so. Nee. Hätten wir doch de Vries holen sollen, ja? Ja. Der hat sich schon bezahlt gemacht eigentlich. Der hat einen guten Marktwert-Push gehabt. Leider nicht bei uns. Ja, wobei, was nicht ist, kann ja noch werden bei Indy. Oh, Twente. Ja, sind auch noch mal rangeruckt an Ja. uns. Führen gegen Sarajevo. Wobei, ja, wenn Posen gewinnt, sind sie noch. Doch, dann sind sie an uns dran. Ja, weil wir ja dann auch nur noch 6 Punkte haben. Stimmt. Ja. Gerade ist Posen ein bisschen am Kommen. Ja, mein gut, die haben auch ein Heimspiel. Wenn sie es da nicht gewinnen, auswärts wird es halt noch schwerer. Deshalb, die müssen schon auch Druck machen. Aber ja, wir sind ja eigentlich prinzipiell die stärkere Mannschaft, zumindest auf dem Papier.
Aber das hat noch keiner Mannschaft geholfen. Die Spieler von Posen sind jetzt voll konzentriert. Die Spieler von Posen wirken müde. 5 Minuten später. Ja, und nochmal 5 Minuten. Die Spieler von Posen haben das Spiel total im Griff. Nochmal 2 Minuten später. Bei Posen geht gerade alles durcheinander. Gerade alles in die Hosen. Ja, ich meine, aber wenn man so auch die Spiele kommentieren würde, wie es im Moment gerade läuft, dass eine Aktion schlecht war und dann sagt, ja, bei Posen ist alles durcheinander, ich weiß nicht. Und jetzt läuft es wieder super. Nee, doch nicht. Alles durcheinander. Die Frage, ob wir jetzt auf jeden Fall Morata würde ich jetzt mal noch bringen. Ja, Ibisevic vielleicht raus mal. Ja, mit seiner gelben Karte, das ist zumindest gefährlich, sag ich Ja. mal. Weil der ist immer noch mal für eine gut. Mit Meckern oder was weiß ich was. Lass mal die jungen Wilden spielen, Morata und Wood. Die Frage, ob wir nicht Gendler trotzdem rausnehmen und Heiner trotzdem noch die letzten Minuten geben, weil er hat vielleicht dann doch nochmal diesen einen Blitzmoment, wo er dann den durchsteckt. Stecken durch. Ansonsten, puh. Einmal können wir noch, wen können wir denn noch? Taski ist nur Innenverteidigung, hat nicht 11 V. Weil die Ich Note doch meine, echt gut ist für eine gelbe Karte. wir könnten höchstens Martins auf Linksverteidiger setzen und dann halt Escudero so rauswechseln, weil der kann ja alles spielen. Ja, dann machen wir das. Für Taski. Ja, weil links ist halt trotzdem, wenn dann einer durchkommt und der nochmal faul spielen muss, ist es halt, ist er mit Gelb-Rot. Das muss ja auch nicht sein. Und Escudero mit einer 2,5 einzuwechseln ist sicher auch nicht das Schlechteste. Da nimmt er seine gute Form mit ins nächste Spiel. Wie ich von dir richtig gelernt habe. Ja, zumindest gibt ihm das noch einen Push. Inwieweit ihn das pusht, keine Ahnung, aber ich habe irgendwo gelesen, dass das zumindest positiven Effekt haben soll auf die Entwicklung. In welcher Form auch immer. Ja. Deshalb, ich meine, aber gut, unsere 4,0 mussten wir jetzt trotzdem auch auswechseln. Es hilft ja alles nichts. Wir müssen ein bisschen was tun. Wobei wir mit dem 0-0, ich glaube, bei dem Spielverlauf auch gar nicht unzufrieden sind. Weil, naja, Posen war schon eigentlich, wenn man so will, die mit den besseren Chancen. Trotz einer schlechten Mannschaftsstärke. Ja. Aber jetzt kommen wir auch vielleicht nochmal. Da ja, über rechts. Der zunächst gefällt mir. Wieder auf Daya. Oh. Daya. Ja, wie gesagt, man muss bei ihm unterscheiden zwischen Lauf und Flanke. Laufen ist meistens ganz gut, aber die Flanke war wechselhaft, sage ich mal. Ja, stimmt. 10 Minuten noch. Okay. Ah, das hätte man auch pfeifen können hier. Sein Schuss wird abgeblockt. Ah. Ja, Schade, schade, schade. die 7 Minuten Zeit noch. läuft halt langsam davon, ne? Ist die Frage, ob du noch was reinbrüllen möchtest. Das geht so nicht. Ja, nochmal ein Eckball, aber da waren wir bisher auch immer wahnsinnig effektiv. Moment. Oder Angriff. Nick die zu Jawoll! 0-1. Jawoll, ja! Ja! Ja, Hab schon auf so Abseits oder sowas gewartet. er deutet nur auf das Wappen auf seinem Trikot. Yes. Ja, Morata ist der Mann der späten Tore. Ja, Wollen wir wirklich. hoffen, Der dass es so Joker. bleibt, weil ja, die haben auch noch eine gute Chance. Alleine vor Ulreich. Knapp am Tor vorbei, schön. Aus 4 Metern vor allem. Arnautovic, Bruder. möglich, möglich. Nee, nee, keine Nachspielzeit. Huh. Jawoll. Puh, genau. Einmal durchatmen. Sehr schön. Das ist sehr. Dagomir hätte es Also, nicht so oft sagen sollen, dass ihm die Sieger am liebsten sind. ich sage jetzt mal vorsichtig, die sind mir wirklich immer noch am liebsten. Allerdings, ja, die sind halt auch mit am meisten, ich sage jetzt mal, Schweißvergießen. Geht damit einher, von dem her, ja. Aber schön, dass es so auch mal klappen kann. Ja. Und
Wir haben uns bestimmt nicht mit Ruhm besudelt jetzt bei dem Auftritt, aber gewonnen ist gewonnen. Genau, das bringt uns jetzt in eine gute Position für die weiteren Spiele im Pokal. Ich würde sagen, in der Gruppe sind wir so gut wie durch. Oh, wir haben ein neues Talent gefunden. Kevin. Allein schon wegen dem Namen. Medienscheu und trainingsfleißig. Aber das heißt, die Werte sind gar nicht schlecht eigentlich. Das heißt, er trainiert aber im Keller. Genau. Na, dann verpflichten wir den mal. Oh, Boca kauft einen Sohn. Ja, klar, machen wir verhandeln. Gleicher verhandeln. Da kennen wir nix. Ja, gleich auf den nächsten Gegner, würde ich sagen. Ja, können wir machen. Scout erreicht Spezialisierung in Frankreich. Sicher als Albert, hat er sich gedacht. Ein zweites Standbein aufbauen. Ja. Genau. So, gut. Apropos sicherer als Albert. Natürlich wird nochmal kurz zwischengespeichert. Weil wir kennen ja EA, dass EA öfter gern mal, gerade der FM, auch abstürzt. Deshalb, ja, Safety first. Das wäre auch ein origineller Name. Ja. So, sind wir wieder zurück. Stuttgart gegen Frankfurt. Tada! Wir spielen es zum allerersten Mal. Nicht. Offiziell zumindest. Räusper die Päusper. Ja. Gut. Sollen wir eigentlich kommentieren oder sollen wir mal schauen, wer das erste Tor schießt und uns dann überlegen, ob wir. Ich habe bei den letzten paar Malen ja schon entschieden, nichts mehr zu sagen. Zumindest nicht mehr zu viel. Von dem her, schönes Spiel. Ich glaube, wir sind die Besseren. Wir haben schon mal gezeigt. Ja, aber ich bin mir sicher, hätte Frankfurt das gemacht, hätte es überhaupt nichts gegeben. Oder halt Elfmeter für Frankfurt oder so. Hurra, hurra, die Cannstatter sind da. Ja. Gut, der Ortsteil von Stuttgart, in dem das Stadion steht, heißt Cannstatt. Ah. Nur so viel zur Erklärung, warum da jetzt Cannstatt, was auch immer das ist und so, ja. Ist der Bad Cannstatt, um genau zu sein, heißt dieser Ort. Wieder was gelernt. Ja, das wird dir wahrscheinlich noch ein paar Mal so gehen, weil ich dann halt immer so das ein oder andere halt dann doch noch direkter weiß, weil ich halt hier aus der Gegend komme. Ich dachte, weil wir es noch ein paar Mal laden werden. So, ich habe, wie gesagt, ich äußere mich eher dezent zu diesem Thema jetzt in nächster Zeit. Das ist so ein rotes Tuch. Ja, man will sich ja selber nicht aufregen. Das ist ja... Wieder sehr unkonzentriert. Ja, es geht irgendwie weiter wie im ersten Spiel nach dem Absturz. Mittlerweile müssen wir es ja so betiteln. Ich sag da jetzt auch gar nicht viel eigentlich zu der Mannschaft. Die sollen einfach so weiterspielen und Tore machen. Weil ich denke, dominant waren wir jetzt ja schon auch wieder. Ja. Jetzt hier die eigene Achse, zieht ab. Kann den Ball nicht festhalten. Ja. Ibisevic. Es ist so eine innere, also wenn es wirklich bei einem Sieg bleibt, wäre es so eine innere Genugtuung einfach. Ja. Es fällt gerade so ein Stein ab. Die Abwehr von Frankfurt, 14 Meter. Trifft nur Ibisevic. Gut. Jetzt hätte nur noch gefehlt, Ibisevic verletzt. Sie mussten ihn ohne seinen Kopf raustragen. Ibisevic wurde abgeleckt. Ja. Klares Foul an. Ah, 11 Meter für uns, ja, sehr schön. Da ist ein Tor! 2-0, da haben wir unsere 2-0. So, jetzt geht's los, jetzt kommentieren wir. 61. Minute. Na, jetzt läuft's ja richtig, jetzt ist der Knoten draußen. Entweder es gibt gleich wieder einen Absturz oder. Ja, das ist zur Erklärung für euch jetzt, warum wir so ein bisschen, ja, erstmal zurückhalten, beziehungsweise so lästerlich waren. Ja, wir hatten schon den einen oder anderen Absturz jetzt.
beziehungsweise EA meinte dann gemeint, uns nicht die Ergebnisse zu geben, die wir eigentlich verdient hatten. Nach einem 2-0, das wir hatten, meinte dann EA, nee, definitiv zu hoch. Wir haben dann danach alles verloren. Wir haben immer alles auch total schlecht gespielt und es war nicht dasselbe Spiel. Deshalb kommt das hier dem schon etwas näher. Also wir sind ja schon welche, die eigentlich nicht immer einfach neu laden, wenn es nicht die Ergebnisse bringt. Aber in dem Fall haben wir uns einmal dafür entschieden. Wenn wir schon am Siegen waren, dann ja, dann muss das einfach sein. Kleines Statement von uns. Nur zur Erklärung, warum wir jetzt auch manchmal so reagieren, wie wir reagieren in dem Spiel. Ja, denn wir haben schon eine gewisse Tortur hinter uns jetzt. Aber jetzt kann man das schon etwas entspannter angehen, das Ganze. 77. Minute, 2-0. Wir sind 6. in der Tabelle. Oh, Gentner. Ja, schade. Wobei ein 3-0 vielleicht auch wieder zu viel gewesen wäre. Also, du meinst, wir laden nicht neu, wenn es nur 2-0 endet? Nein. Selbst wenn die Frankfurter jetzt noch ein 2-1 machen, würden wir nicht neu laden. Daher, Ibisevic. Ibisevic, 7 Meter zieht er ab. Oh. Schade. Schade, schade, schade. Na gut, aber immerhin Eckball. Wollen wir uns ja auch mal nicht beschweren. Ja. Können jetzt gerne mal weiterspielen lassen, so. Pünktlich Schluss ist auch okay. Ja, 2-0. Die drei Punkte nehmen wir gerne mit. Mit eigentlich haben laufend nur wir gespielt, kann man sagen. Also sagen wir von dem Zeitpunkt an, von dem wir das Spiel so richtig aktiv beobachtet haben. Aber es lief im Prinzip ähnlich wie das Spiel, wo wir wirklich 2-0 geführt haben und wo es dann abgestürzt ist, genau. Also von dem her kommt es schon dem, glaube ich, am nächsten, wie es auch ohne Absturz gelaufen wäre. So, Boca will ja weg, beziehungsweise wir wollen Boca weg, so rum. Den können wir eigentlich gleich weghauen, oder? Brauchen wir keine Forderungen stellen für mehr, sondern einfach Vertrag unterzeichnen. Wir haben ja quasi auch unsere Forderungen erfüllt. Also, dass man jetzt dann noch mehr, weil das hat eigentlich nie geklappt, wenn ich es versucht habe. Ja, eben, aus dem ist er auch verletzt, von dem her wollen wir gar nicht groß irgendwas haben, sondern wir wollen einfach das, die Millionen, wenn sie bereit sind zu zahlen, alles gut. Und hoffen wir mal, dass das vertraglich irgendwie passt. Wir kriegen wieder EA-Mark. Dankeschön. FM-Mark. 4 fällt aus mit Nasenbeinbruch. Hat er den nicht vorher schon gehabt? Da zeigen wir das Bild nochmal genauer an. Nee. Nein. Nein. Kleiner Spaß. So, jetzt. Oh, aber unsere Jugend hat verloren. Ich würde sagen, wir starten nochmal neu. Also unentschieden gespielt. Ja, unentschieden geht ja noch. Spaß. Das lassen wir so. Zudem wir eh nicht aufsteigen können. Eben. Ja, im Prinzip, solange sie die Klasse halten, ist eigentlich, sind die Ergebnisse in Anführungsstrichen egal. Also. Die sind insgesamt nicht egal, weil klar. Sie werden die Klasse nicht halten, wenn sie dauernd verlieren. Aber ja, läuft ja eigentlich ganz gut in der zweiten. Kuzmanovic mal gelobt. Der hat ein Spiel auch ganz gut gespielt, den Elfmeter sicher verwandelt. Passt. Ja, Boca, Blackpool. Guck an, ich habe gar nicht geguckt, an wen die gehen. Blackpool sind ja abgestiegen diese Saison. Zumindest hier sieht es so aus, als wo sind die in der Tabelle? Der Benchstand. Wo steht? 15. Oh. Steht da zumindest da rechts bei Liga. Ja. Ja, dann kann ihnen sogar Boca helfen. Ja gut, wenn er wieder fit ist, ist er ja schon ein 70er eigentlich. Das heißt,
wenn sie ihn spielen lassen, kann er ihnen bestimmt weiterhelfen. Er ist halt noch 9 Wochen verletzt, deshalb. Aber gut, bis er zu ihnen wechselt, ist es ja eh. Wäre ja eh erst im Winter. Dann sollte er wieder fit sein, aber sie dürfen sich nicht drauf verlassen, dass er bei uns spielt. Ja, ein bisschen mehr können wir uns auch schon leisten, das ist super. Arthur Boker wechselt zu Blackpool. Sehr schön. Das heißt, unser Gehalt und so weiter sollte auch hochgehen. Ja. Und der Transfer, weil die Millionen kommt da Fußballer, ja. Schade. Aber ist zumindest nominiert, weil er halt die 2 wichtigen Tore geschossen hat. Mhm. Coole Sache. Ich schätze halt mal, Rolfes und Leverkusen, die haben ja 6-0 gegen Mainz und so weiter gewonnen. Ich denke, da wird er schon mehr an Toren beteiligt sein. Ich gucke da gerade noch auf Österreich auch ein bisschen, wegen unserer Nationalität, Nationalmannschaft. Walner sagt mir zum Beispiel gar nichts, muss ja, ich nix. Ehrlich sagen. Walner sagt mir was. Auf jeden Fall. Kinast habe ich meines Erachtens auch schon mal gehört, aber... Spielt Walner nicht jetzt bei dem Rasenbeet... Verein. Ja, gut, aber die EA-Daten sind ja eigentlich schon relativ aktuell. Ich weiß bloß nicht, ob der, hat er danach gewechselt? Das müsste aber dann auch mit dabei sein. Ich glaube, das ja, war schon davor. Weil der kam ja erst im Oktober raus und die Transferperiode endet ja im September. Am 1. September. Walner Roman. Wacker Innsbruck. Wobei da jetzt Sturm steht, ich meine. Ja, Rasenball Leipzig. Da hat er gespielt bis zum Ende der Saison. Alles klar. Vielleicht war er auch nur verliehen? Nee, sieht nicht so aus. Ja, aber wenn da Sturm steht, dann müsste er doch eher in Graz spielen. Ja gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Das führt uns zur nächsten Folge. Würde ich sowieso sagen, dass wir hier den Cut machen und mit den positiven Nachrichten, dass Boca wechselt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Sage ich auch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.